Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Wir waren... Oh, der kriegt ja Damage. Erstmal weg damit. Letztes Mal waren wir hier am Gongolberg und haben hier relativ viel erkundet. Ist leider jetzt schon ein bisschen her. Das heißt, vielleicht habe ich das ein oder andere Secret vergessen. Ich hoffe es nicht, aber ich bin ja eigentlich relativ systematisch vorgegangen. Und sieh mal an. Wir haben hier ein rotes Glücksfragment, das ist doch schon mal was. Und was kannst du? Gongolbohnen brauchen Wasser, damit sie wachsen. Die blauen Bohnen wachsen, wenn du sie mit Wasser begießt. Die grünen Bohnen wachsen, wenn du sie mit dem Gongolwasser begießt. Gongolwasser ist grün und ist nur am Gongolberg zu finden. Es entspringt in der Nähe des Eingangs zum Gongolberg. Ah, da habe ich glaube ich auch noch her. Ja, da habe ich noch eine Flasche dabei. Ja, danke. Aber mehr ist hier nicht, oder was? Okay, das Glücksfragment. Ja. Das darf man natürlich nicht vergessen, dieses ultra wichtige Glücksfragment. Aber ich sehe gerade, hier hinten können wir noch was als kleiner Minish machen. Oh yeah. Oh je. Aus oh yeah wurde ein oh nee. Bumm. Aber die kann ich ja zum Glück einsaugen. Das ist dann relativ... Oh, da kommen zwei. Oh, da kommen... Ah, hol ab. Verdammt. Ein bisschen Damage habe ich genommen. Macht nichts. Wir haben ja 5 Herzen, ja. Wir haben ja schon die ersten 4 Herzteile komplettiert. Oh, es geht immer noch weiter. Ist das hier so eine Art kleiner Hindernisparcours oder was? Naja, kein Problem für mich. Zack. Ein blaues Glücksfragment. Ja, hui. Jetzt haben wir schon grüne und rote und Faggitsche? Nein. Okay. Hinweg top, Rückweg flop oder was? Ja, so wünsche ich mir das aber nicht. So. Jetzt. Jetzt sind wir wieder drin. Das war jetzt nur ein kurzes Problem am Anfang. Aber jetzt ist alles in Ordnung. Auf jeden Fall, es gibt irgendwie blaue, grüne und rote. Und ich schätze mal, weil das blaue hier so stark versteckt war, werden wahrscheinlich die blauen die seltensten sein. Oder die, die das, den coolsten Stuff bewirken, schätze ich jetzt mal. Und deswegen bin ich jetzt einfach mal froh, dass ich die gefunden habe, weil ich jetzt einfach mal interpretiere, dass die schwer zu finden sind. Das rede ich mir jetzt einfach mal ein und ich hoffe einfach mal, dass es so ist. Aber mehr scheint hier oben nicht zu sein. Oder... Nee, hier müsste man eine Bohne einsetzen. Kann ich die da irgendwie absaugen? Ah nein, aber ich kann da auch als kleiner rein. Ich glaube irgendwie... Ich glaube ja, dass... Ich weiß nicht, ob es stimmt. Dass man diese Löcher vielleicht mit den Bohnen füllen kann oder so. Keine Ahnung, aber das ist jetzt irgendwie so gerade meine Theorie, weil das sieht mir aus wie eine riesige Bohne hier. Und deswegen werde ich mir die jetzt einfach mal anschauen. Vielleicht kann ich die irgendwie bewegen oder... Vier als kleiner Minish beträufeln oder... Keine Ahnung, aber es sah auf jeden Fall wie eine riesige Bohne aus, die hier... Ja, genau, die hier. Ich weiß nicht. Kann ich die... Soll ich da einfach mal Wasser draufschütten? Ah, nein! Sieh meine an! Ich kann sie tragen! Ja, cool. Ja, dann werde ich sie wahrscheinlich in dieses Loch da tragen dürfen. Boah, das ist ja cool. Aha! Wie geil ist das denn? So. Okay, jetzt habe ich sie da reingelegt. Dann werde ich mich mal wieder groß machen. Und ich glaube, dann haben wir uns hier einen neuen Weg eröffnet. Keine Ahnung, ob das der offizielle Weg ist oder irgendein Secret-Weg, aber ich weiß es nicht. Aber wir werden es bestimmt gleich erfahren. So, zack. Das grüne Wasser nehmen. Da drüber schütten. Und... Woo! Eine Bohne entsteht. So, ich nehme hier wieder meinen Krug, der ist wichtig. Und ich glaube fast, dass das hier der offizielle Weg ist, oder? Oh, hier ist ein roter Slime. Hau mal ab. Ja, ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass das der offizielle Weg ist. Was sind das? Sind ihr für geile Teile? Was ist denn das hier? Ist das der offizielle Weg? Weil wenn ja, dann... Ah! Dann will ich wieder zurückgehen. Wow, die machen viel Damage. Nicht so gut. Klettern kann ich da nicht, aber hier ist immer eine Brücke. Aber hier ist auch nichts. Ich komme ja nicht weiter. Ich brauche hier irgendwie eine Art Kletter-Item. Vielleicht gibt es irgendwie... Gab es nicht mein Kletterarmband? Gab es sowas nicht mal? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube fast, dass das... Da das hier die... Nein. Erst wieder runter. Weil das hier der offizielle Weg ist, werde ich jetzt erst nochmal runtergehen. Weil ich will ja im ersten Anlauf direkt mal so viel wie möglich mitnehmen. Oh Mann, ich werde bestimmt nachher...
werde bestimmt voll viel vergessen später. Und dann beim, wenn ich später die ganzen 100% machen will, dann werde ich wahrscheinlich Ewigkeiten brauchen. Aber hier oben waren wir ja. Hier haben wir ja was gesprengt. Ja, genau. Waren hier nicht Feen? Ah nein, hier war das. Hier hatte ich keine Bomben mehr für die nächste Truhe. Stimmt, wir haben ja Bombennot. Da war ja was. Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen Zeit vergangen, seit ich den letzten Part aufgenommen habe. Leider, leider. Aber es kann halt auch sein, dass wir mittlerweile eigentlich schon alles erkundet haben. Hier hoch kamen wir über die Wirbelstürme, gell? Kann es denn sein, dass wir hier drin noch nicht waren? Ja, hier drin waren wir noch nicht. Und ich glaube, der Deko-Händler hat uns bestimmt was Wichtiges zu verkaufen. So, was kannst du denn? Zack. Sehr schön. Verkauf mir eine Flasche. Tut mir leid wegen der Nuss. Ich verkaufe dir auch Bomben. Oh Gott, ist zwar teuer, aber ich habe gerade keine. Die kann ich eigentlich gut gebrauchen, weil dann kann ich da oben direkt weiterschauen. Ich glaube, ich kann gerade eh nicht mehr als 10 tragen. Nee, da ist die Zahl gelb. Oder ist gelb? Ja doch, wahrscheinlich, die wäre wahrscheinlich weiß, wenn wir sozusagen voll sind. Ich gehe jetzt nochmal den Weg hier, auch wenn wir den, glaube ich, schon gegangen sind. Ziemlich sicher sogar. Aber ich gehe ihn einfach nochmal, weil ich einfach nicht mehr genau weiß, was hier war. Wir kommen hier nach oben. Ah ja, hier waren die Viecher. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, geht's hier weiter? Oder war das hier der Weg zu einem Secret, das ich jetzt nicht mehr brauche? Oh Gott. Ich habe das Gefühl, ich sterbe gleich. Gibt's hier nicht irgendwo Tränke oder... Du scheiß Viech. Oh Gott, ich sterbe gleich noch. Bitte lass irgendwo Herzen sein. Ich sterbe gleich. Das ist gut, oder? Man kann am Gongolberg schon mal sterben. Ah! What the fuck? So, Leute. Ah doch, hier geht's aber sogar weiter. Das ist jetzt nicht so geil. Ja, das wird schon. Komm, geh da. No. Es ist ernsthaft. Oh, das ist jetzt so unnötig. Vor allem muss ich. Nein! Bitte nicht! Ich brauche Herzen. Ich will jetzt aber auch nicht mehr zurück zur Feenquelle gehen. Das wäre lappenhaft. So. Zack, der wird eingesaugt. Okay, jetzt muss ich vorsichtig. Bitte lass den Krügen irgendwo was Geiles sein. Bitte. Oh Gott, dieser scheiß Vogel. Komm her. Oder gib mir deine Maske. So. Ah, der stimmt. Der hat ja zwei vertragen. Nein. Nur Rubine. Immer mehr Rubine. Gib mir halt Herzen. Oh, Leute. Oh, Leute. Das ist nicht gut. Außer ein paar Rubine gibt es hier nämlich nichts. Das gefällt mir aber gar nicht. Ist hier irgendwo was drunter? Kann da was drunter sein? Was auch immer das ist? Nein. Okay, ja, wir schaffen das. Ich glaube an uns. Ich glaube an uns. Wir können das schaffen. Oh, gut. Ich muss nochmal in den Wind rein. Dann ist alles in Ordnung. Ich dachte, ich schaff's jetzt schon wieder nicht. So, jetzt gehe ich erstmal hier hoch. Weil da konnte ich noch, wie gesagt, diesen zweiten Weg freisprengen. Deswegen habe ich mir jetzt auch die Bomben gekauft. Ja, wahrscheinlich werden es eh nur Muscheln sein. Da waren ja, glaube ich, auf der anderen Seite auch nur Muscheln, gell? Ja, so zack. Und ihr den Krug nehmen. Boom! Und Muscheln, oder? Na, oh, oh! Ein blaues Glücksfragment. Sind die vielleicht auch nicht so selten? Oder war es gerade sehr gut, dass ich es mir nochmal geholt habe? Ja, werden wir schon rausfinden. Aber ich kann mir vorstellen, dass es die blauen Glücksfragmente vielleicht nur in den Kisten gibt. Die grünen kann man ja auch im hohen Gras finden. Das heißt, dass vielleicht die blauen Glücksfragmente doch was Wertvolleres freischalten, weil es von ihnen nur eine limitierte Anzahl gibt, während es von den grünen wahrscheinlich unendlich viele gibt. Also ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir die gefunden haben. Deswegen bin ich jetzt sehr zufrieden. Ändert allerdings nichts an unserem Notstand am Herzen. Und das wäre einfach so peinlich, hier zu sterben. Oh Gott. Das ist nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Zack. Down. Zack, zack. Down. Abhauen. Zack, zack. Gib mir doch bitte Herzen. Oh Gott. Oh, das ist nicht gut. Aber da kann ich, glaube ich, was sprengen, oder? Ja, ja, das sieht schon wieder so verdächtig aus. Ich merke schon, das ist hier der Berg der Bomben oder so. Aber ist in Ordnung. Ich habe ja welche gekauft. Dann kann man, aber hier ist auch so ein komischer Weg. Nee, da ist nichts. Okay, na dann werden wir doch mal diesen... Oh mein Gott. Jesus Christ. Danke dafür.
Und ich werde jetzt auch meine Fee mitnehmen. Ich werde wahrscheinlich eh gleich wieder Wasser brauchen. Aber, so. Juhu, ich habe eine Fee eingefangen. Oh mein Gott. Ich dachte, es wäre hier der offizielle Weg. Aber diese Feenquelle mit Herzteil war der Segen. So, was sagt dieses Schild? Gongulwand, Achtung, Steinschlag. Aber da kann ich nicht hochklettern, gell? Nein, kann ich nicht. Mann, da muss ich wohl doch da drüben weiter. Weil da bin ich ja jetzt noch nicht direkt weitergegangen, ne? Da habe ich ja gezögert, aber habe es dann gelassen, ne? Dann wird hier... Na, hier war ja auch nichts, gell? Oder kann ich hier? Ah, hier kann ich auch sprengen. Puh, zum Glück war ich vorhin so blöd, um da drauf zu kommen, sonst wäre ich dann noch weitergegangen. Ein Glück, dass ich ein bisschen dumm war. Und was haben wir hier? Rote Slimes. Zack. Aua. Oh, die droppen sogar ein Herz. Oh, 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 wieder ein blaues Glücksfragment. Ja, die scheint es wirklich nur in Truhen zu geben. Das heißt, es sind eine... es ist eine limitierte Anzahl. Sowas könnt ihr. Oha. Seid ihr ganz cool oder was? Oh, ich kann die nicht mal... Lass mich vorbei. Ich kann die nicht... Die kann ich gar nicht boxen, gell? Boah, die sind fies. Haut ab. Ah doch, ich kann die doch schlagen. Der hat sich nur vorhin im perfekten Zeitpunkt in diese Stachelkugel verwandelt. Ah, okay. So, den springe ich weg. Ich muss beide wegsprengen. Mist, ich hätte in die Mitte legen sollen. Dann hätte ich mir eine Bombe gespart. Naja, egal. Wir haben doch welche gekauft. Dann kann man sich sowas auch mal gönnen. Nicht der hier rüber. Nicht darüber. Huh? Okay, der hier nach oben. Dann der hier nach oben. Hau ab! Genau. So. Aua, die machen Schaden. Oh, Mann. Man merkt schon, der Schwierigkeitsgrad steigt oder ich bin einfach ein bisschen zu dumm gerade. Könnt ihr euch jetzt aussuchen. Ich empfehle euch, ihr entscheidet euch für den Schwierigkeitsgrad. Das andere würde ja sozusagen sagen, dass ich schlecht bin, aber das... Nein, ich und Fails niemals. Hier gibt es keine Fails auf diesem Kanal. Nur puren Skill. Hier ist nichts. Was ist denn das für ein komisches Loch hier? Das sieht irgendwie komisch aus. Oder ist das immer unter so einem Stein? Nee. Hä? Sieht aus, als ob man da als Minisch rein könnte. Oder vielleicht ist es einfach nur Deko. Keine Ahnung, eins von beiden. Aber der einzige Weg, den ich habe, ist hier diese Leiter hoch, die irgendjemand auf dem Berg mal aufgebaut hat. Leitern. Seems legit. Auf Mount Everest gibt es auch Leitern. Wusstet ihr es noch nicht? Okay, Spaß beiseite. Wir müssen irgendwie vorankommen. Ich weiß nicht, wir gehen zwar hier gerade hoch, aber irgendwie haben wir noch nichts gefunden, was nützlich für uns ist. Nein, jetzt habe ich dieses Viech befallen. Und wegen dem Viech habe ich jetzt das... Oh, ich kann da nicht angreifen, wenn mich dieses Viech befällt. Hau ab. Und du hau auch ab. Und die sind überall Steinviecher. Nicht gut. Wie kann ich die denn dissen? Ah, ich kann ihnen das wegnehmen. Okay. Und die haben sogar eine Bomben für mich. Zack. So, du auch noch weg. Oh, da ist schon wieder was zum Sprengen. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch gerade Bomben gefunden. Und es ist wieder der einzige Weg, weil wie gesagt, Klettern ist noch unmöglich für uns. Hier muss es ein Kletter-Item geben. Ich weiß nicht, ob das Kletter-Item das Dungeon-Item ist oder... Ich habe keine Ahnung, aber es wird auf jeden Fall notwendig sein, also... Hier ist schon wieder ein Deko-Händler. Und der hat ganz viele Bomben. Wenn du mir wieder Bomben verkaufst, dann raste ich aber aus. Gib mir was Cooles. Tut mir leid, wegen der Nuss. Verkauft ihr auch... Ein Kletterring. Ja. Das ist mal nicht schlecht. Wir haben den Kletterring erhalten. Du kannst es da hochklettern, wo du noch nie hingelangt bist. Sehr geil. Ist das ein eigenes Item? Oder? Ah, das ist hier drüben so als passives Item gespeichert. Okay, wir kriegen noch zwei weitere passive Items. Keine Ahnung. So. Ah, okay. Jetzt können wir hier hoch. Aber jetzt öffnen sich nach uns natürlich wieder viele neue Wege. Und hier ist jetzt der offizielle Weg. Deswegen werde ich mal, glaube ich, erstmal die anderen abchecken. Bevor wir noch den Überblick verlieren. Wir müssen jetzt halt nochmal ein bisschen Backtracking machen. Aber es ist notwendig. So, hier oben brauche ich eine Bohne, oder? Nee, hier oben kriege ich auch keine Bohne hoch. Hm? Vielleicht noch irgendwas anderes, weil die Löcher waren ja auch noch an vielen anderen Stellen auf der Map. Also irgendwo scheint hier irgendwas zu sein. Irgendwo scheint irgendwas zu sein. Hübi 2015. Das war die Aussage des Jahrtausends. So, wir können aber, glaube ich, eh nur 10 Bomben tragen. Ja, genau. So, aber hier war auch nichts zum Klettern. Ich fliege da nochmal darüber. Ich laufe jetzt einfach nochmal den kompletten Weg zurück. Und werde schauen, ob es hier... Nein, du sollst da hoch. Ja, genau. Und werde schauen, ob hier jetzt irgendwo Kletterwände sind.
Weil eine andere Möglichkeit weiß ich gerade nicht. So. Komme ich hier nicht mehr zurück? Nö. Ach so, ich kann doch einfach runterhüpfen draußen, gell? Ja, ich kann auch einfach runterhüpfen. Ich kann auch in die Schlucht hüpfen. So, aber ich kann jetzt auch mal hier hochklettern. Ist da was außer dieser Pilz? Ja, hier geht's noch weiter hoch. Aber komme ich jetzt da raus? Ja, jetzt komme ich hier von vorn raus. Och nee, hätte ich aber den ganzen Weg sparen können. Mann, sag mir es halt früher. Ja, ist ja geil, man kann es nicht wissen. So, hier ist diese große Wand. Die werde ich auch noch einmal hochsteigen. Aber ich erinnere mich, dass hier drüben auch noch irgendwo eine war. Oder? Ich erinnere mich... Ja, ja, hier. Genau, hier war der Steinschlag. Aua. Ja, ich habe eine Fee, ist kein Problem. Oh je. Die ist groß. Die ist aber sehr groß. Okay. Ich hoffe, ich... Ach du Scheiße. Ich hoffe, ich finde hier alles. Gibt es irgendwas Besonderes? Oder warum kann ich jetzt hier zwischenlanden? Na, keine Ahnung. Ah, nach drüben klettern geht sehr schnell. Okay. Nach unten nicht so schnell. Ich schaue nur kurz, ob hier irgendwo was ist. Ja, ja, das hier sieht doch schon mal verdächtig aus. Hier kann ich doch 100% sprengen. Ja, ja, ist schon wieder was zum Sprengen. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier später nochmal hingekommen wäre oder ob das jetzt hier alles nur Secret Way ist. Keine Ahnung, aber solange ich was sprengen kann, ist es gut. Oh, was ist das denn? Hallo? Hallo? Hier ist niemand. Soll ich... Ich werfe eine Bombe in den Brunnen. Ja! Es hilft sogar! Wie geil ist das denn? Eine Fee. Oh, du siehst aber schön aus. Willkommen beim Brunnen der Abenteurer. Hast du diese goldene Bombe hineingeworfen? Oder diese silberne Bombe? Gold oder Silber? Keins von beiden. Ich habe keins von beiden reingeworfen. Du bist sehr ehrlich, deshalb werde ich dir helfen. Oh, große Bombentasche erhalten. Oh, wir können 30 tragen. Mögest du erfolgreich sein. Aha, das war ein Test. Ja, nicht schlecht. Wow, wir können 30 Bomben tragen. Das hat sich ja mal mega gelohnt. Ja, geil. Oh, das freut mich. Ja, in solchen Spielen ist meistens das Ehrliche. Die ehrliche Antwort immer die beste, weil dann kommt wieder, oh, du bist ehrlich, ich schenke dir alles. Ja, so läuft das hier halt, ne? Ehrlichkeit gewinnt immer. Oft auch im echten Leben. Nicht immer, aber oft. So, was ist jetzt hier oben? Ich werde erstmal den Weg hier drüben nehmen. Was ist das denn? Oh Gott! Gibt's hier Herzen? Okay, das ist mir jetzt hier zu brenzlig. Da drüben kann ich irgendwas... Ja, wer bist du denn? Ich bin der Eremit vom Gongolberg. Ich habe der Welt entsagt, um zu meditieren. Du siehst aus wie ein Kind und dennoch bist du hier. Wegen deines Mutes möchte ich dich etwas lehren. Auf dem Weg nach hier oben ist dir vielleicht eine verdächtige Wand aufgefallen. Ah, der sagt mir das mit der Fee. So, Olo ist Fragmente verein. Ja, und ich hab nichts. Yay! Ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Keine Ahnung. Werden wir noch früher oder später rausfinden. Aber leider hatte ich kein Glücksfragment für ihn. So, diese blauen, diese machen wahrscheinlich weniger Schaden, aber hüpfen viel schneller. So, ich will meine Fee eigentlich nicht einsetzen, aber ich glaube, mir bleibt bald nichts anderes mehr übrig. 30 Bomben, das ist schon mal ziemlich cool. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und was ist hier drüben? Ich weiß auch nicht, ob das der offizielle Weg ist. Ah, hier gibt es so viele Wege. Ich komme gar nicht drauf klar. So, wir sind drüben. Ui, ja. Es regnet hier. Aber was kann ich denn hier als Minish machen? Als Minish kann ich hier durch. Wenn das der offizielle Weg ist, dann okay. Dann muss ich mir halt merken, dass ich an der großen Wand auch noch klettern muss. Aber... Ach du... Das ist alles! Das ist so verrückt hier! Es regnet Bomben! Pass gut auf! Bei unserer jetzigen Größe wäre es fatal, wenn wir getroffen werden. Oh je. Oh je. Oh je. Ach du Scheiße. Vor allem, weil ich auch noch so viele Herzen habe. Gut. Sehr gut. Wir sind ja gut durchgekommen. Und hier kann ich mich wieder groß machen.
Und hier sind zwei Steine. Also den einen kann ich hier verwenden. Und ich glaube, den anderen muss ich da hochrollen. Kann das sein? Aber das darf ich nicht verkacken. Moment mal, hier hoch. Dann hier hoch. Genau. Hier. Dann da zweimal. So, jetzt. Jetzt sind wir dabei. Es dauert zwar ein bisschen, aber wir kriegen das hin. So, nicht zu weit. Genau, jetzt runter. So, und jetzt erstmal eine Zeit lang nach rechts. Ich glaube, man kann mit der Leiter, kann man da eben auch auf einem anderen Weg hierher kommen. Keine, ich weiß, oder entweder ist das ein anderer Weg oder ein neuer Weg. Eins von beiden, also einen, der mich weiterführt. Naja, schauen wir uns das doch einfach mal an. Oh je. Oh je, boah, ist das böse. Ich überlege gerade, ob ich die Fee nehmen soll. Was ist das hier? Ach du Scheiße. Ein Schieberätsel. Moment. Noch bin ich dabei. Oh, keine Ahnung, ob das was bringt. Nee. Moment. Hier. Den runter. Nee. Ich kann nur den runter. Aber das bringt mir auch nicht viel. Hä? Jetzt habe ich es, glaube ich, verbockt. Kann es sein? Oder nicht? Nein, ich habe es nicht verbockt, glaube ich. Ich glaube, ich kann den hier runter. Ja, genau. Und dann schiebe ich den jetzt rüber. Den runter und den zur Seite. Boah, geil. Ich habe es geschafft. Jawohl. Wir sind noch gut dabei, Leute. Und wir kommen vielleicht an unser Ziel, wo wir hinwollen. Und das ohne ein Death. Wir haben zwar noch nicht ganz alles erkundet, aber schon mal relativ viel. Und wir können 30 Bomben tragen und das finde ich episch. So, aber es geht hier immer noch weiter. Es ist irgendwie weder ein Minish, den wir brauchen, noch irgendwie ein Dungeon oder so in Sicht. Wir klettern hier irgendwie einfach hoch und es nimmt gar kein Ende hier. Das wird aber, glaube ich, schon noch mal ein Ende haben. Zumindest hoffe ich das. Hier geht's runter? Oh, das sieht mir nach Herzen aus. Okay, das Schieberätsel darf ich nicht verkacken. Ah, nein, nicht sterben. Gib mir ein Herz. Ja, ja. Yeah. Okay. Nein, nein, stopp. Das darf ich nicht verkacken, das Rätsel. Da muss ich, glaube ich, den hier hoch, gell? Ja. Und den auch hoch. Und den rüber. Nee, in die andere Richtung. Ja, genau, so. Herzen. Rubin. Bomben. Oh, hier kann man Bomben auffüllen. Ich habe doch schon 30. Was ist das? Och, nee. Ich habe es gerade verkackt. Okay. Oh, sorry, jetzt muss ich husten. Ich sterbe. Also, wenn ihr wisst, was ich gerade verkackt habe, dann schreibt es mir in die Kommentare, denn das Ganze werden wir erst beim nächsten Mal lösen, ne? Wisst ihr, was ich meine? Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein.